Da die Sims von so vielen verschiedenen Spielern auf der ganzen Welt gespielt wird, ist es natürlich klar, dass nicht jedem Spieler alle Features gleich gut gefallen. In diesem Video möchte ich eure kontroversesten Sims-Meinungen vorstellen und meine eigene Meinung zu diesen abgeben. Der erste Kommentar: Die Sims 4 sieht optisch hübscher aus als die Sims 3. Doch, das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine unpopular Opinion, die ich teilen würde. Ich finde auch, dass die Grafik in Die Sims 4 doch deutlich besser aussieht als in Die Sims 3. Also ehrlich gesagt hat mir die Grafik von Die Sims 3 nie wirklich gut gefallen, auch schon damals nicht. Besonders irgendwie diese leeren Welten, das hat zwar jetzt nicht direkt was mit der Grafik zu tun, aber auch allgemein so vom Artstyle hat mir das Ganze nicht so gut gefallen. Die Haare fand ich immer ziemlich schrecklich, das sah nicht sonderlich realistisch und auch nicht sonderlich gut aus, meiner Meinung nach. Und auch die Sims allgemein fand ich immer ein bisschen gruselig. Also da finde ich, wie es in The Sims 4 gelöst ist, auch durch diesen comichaften Stil schon ein bisschen besser, muss ich zugeben. Dafür finde ich aber ehrlich gesagt auf der anderen Seite in The Sims 3 den realistischen Stil viel besser. Also mir gefällt zwar der Artstyle nicht so ganz, aber so allgemein würde ich mir für The Sims 5 wirklich einen realistischen Stil wünschen. Aber dann halt einer, der ganz gut aussieht. Also besser als in The Sims 3 auf jeden Fall muss er schon sein. Ich persönlich denke, dass wir Sims 5 gar nicht sofort brauchen. Jetzt kommt nämlich erst der Punkt, an dem viel neuer anstatt viel recycelter Content kommt. Ehrlich gesagt, ich muss sagen, dass ich mich auf ein Die Sims 5 auf jeden Fall freue und meiner Meinung nach Die Sims 5 auch jetzt bald kommen darf. Also so in ein paar Jahren wäre schon ganz gut, so 2021 oder so. Wenn da eine Ankündigung kommen würde, wäre ich auf jeden Fall nicht böse, weil ich finde, dass jetzt auch sich so langsam die Packs in The Sims 4 so ganz leicht ähneln teilweise und da auch Inhalte recycelt werden, das mag ich halt nicht so gerne. Was mich dann eher so ein bisschen stört, sind diese recycelten Systeme. Zum Beispiel in Reich der Magie gab es ja dieses System, mit dem man mit seinem Zauberer quasi aufsteigen konnte. Und so ähnlich funktioniert das dann halt auch in Werne berühmt mit den Promis. Also da, finde ich, könnten die Entwickler sich auf jeden Fall was Neues ausdenken und sollten da gucken, dass sie da nicht diese Systeme immer wieder recyceln. Bei Vampire gab es das ja zum Beispiel auch schon. Also da würde ich mir wünschen, dass sie auf jeden Fall mal wieder was Neues ausprobieren und das auch vielleicht auf eine ganz neue Art und Weise umsetzen, die es bisher jetzt auch noch nicht so gab. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass ich das Gefühl habe, dass in letzter Zeit wirklich Packs kommen, die überhaupt nicht recycelt sind. Zum Beispiel Nachhaltig Leben, Tiny Houses, das sind alles irgendwie ganz neue Themen, die jetzt hier angeschnitten werden, die wir in der Sims-Reihe bisher auch noch nicht so hatten. Es hieß ja auch von der Seite der Entwickler, dass sie jetzt, wo sie so diese größten Themen, die sich auch von der Community gewünscht wurden, so abgearbeitet haben und sie jetzt auch ein bisschen mehr mit neuen Inhalten rumprobieren wollen. Und da bin ich dann auch mal gespannt, was sie sich da so ausdenken werden. Wahrscheinlich werden wir für die Sims 4 schon noch ein paar Inhalte bekommen und dann wahrscheinlich auch Sachen, die wir bisher noch gar nicht so im Spiel hatten, in keinem Sims-Teil. Deswegen bin ich auf jeden Fall gespannt, was kommt, weil ich ja diese ganz neuen Inhalte gerne mal spielen will. Aber ich freue mich auch, wenn so langsam die Sims 4 zu Ende geht und wir dann bald die Sims 5 bekommen werden. Ich finde die ganzen Sims in der Nachbarschaft super nervig. Ich weiß jetzt nicht so ganz, wie diese Aussage gemeint ist, weil ich glaube, wenn die Spielwelt keine Sims hätte und keine anderen Nachbarn da wären, wären wir alle schon ziemlich leer. Also finde ich es auf jeden Fall gut, dass da so viele Sims doch rumrennen. Was mich da aber eher stört, und das ist wirklich schrecklich in Die Sims 4, ist, dass die Sims ja alle zufällig generiert werden und da auch ganz merkwürdige Outfits anhaben, die alle überhaupt nicht zusammenpassen. Da würde ich mir einfach wünschen, dass die Entwickler vielleicht mehr Sims erstellen, die sie einfach in die Spielwelt packen, die quasi keinen festen Wohnsitz haben und dann halt in der Welt so herumlaufen. Das würde auf jeden Fall besser funktionieren, meiner Meinung nach, weil dann halt die Outfits besser passen und die Sims auch nicht unbedingt alle gleich aussehen. Und vielleicht könnte man auch so eine Option einbauen, dass man quasi über die Galerie zufällige Sims für die Spielwelt runterladen könnte. Dass quasi immer neue Sims da ins Spiel gepackt werden. Fände ich auf jeden Fall auch interessant. Sowas müsste es irgendwie auch geben. Aber so wie es aktuell gelöst ist, finde ich es auf jeden Fall nicht sonderlich gut. Das kann man schon sagen. Ich finde die Festivals aus Großstadtleben auch nach dem öfteren Spielen noch gut. Bei diesem Kommentar war ich doch wirklich überrascht, weil ich der Meinung bin, dass ich die Festivals ungefähr einmal so am Anfang gespielt habe. Ich bin durch alle mal durchgegangen. Die waren da auch zu diesem Zeitpunkt echt cool.
irgendwie hat man sich so ein bisschen gefreut, was gibt's denn jetzt noch? Man hat es ja schon so ein bisschen in den Trailern gesehen, aber das dann im Spiel zu machen, war auf jeden Fall ziemlich cool. Aber ich finde, es wurde dann doch recht schnell langweilig. Also ich habe eigentlich so wirklich Festivals aktiv schon ganz lang nicht mehr besucht. Und ich hatte es jetzt eigentlich auch nicht vor, weil ich finde halt, wenn man so einmal da war, hat man wirklich alles gesehen bei diesem einen Festival. Wenn man dann alle, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele es sind, sind es 5? Ja, wenn man alle 5 durch hat, ist es dann nicht mehr ganz so spannend. Und auch schon nach dem zweiten Mal ist es dann nicht mehr so interessant. Was das ganze Feature noch ein bisschen interessanter gemacht hätte, ist, wenn man quasi selber Festivals hätte erstellen können. Das hätte ich auf jeden Fall extrem cool gefunden. Vielleicht mit so einem kleinen Editor. Oder man kann diese Festivals dann auch aus der Galerie laden. So hätte ich das vielleicht doch spannend gefunden, weil man dann ja immer was Neues sieht und sich immer irgendwas anderes zum Spielen suchen kann. Aber so, ja, ich glaube, in einem Jahr oder so kann man da vielleicht nochmal vorbeigucken und dann macht's auch wieder Spaß. Aber so, ja, meiner Meinung nach war das jetzt nicht das beste Feature aus der Großstadtleben-Erweiterung. Aber es war auf jeden Fall wirklich ganz nett am Anfang. Ich finde Alpha CC nicht schön. Es passt gar nicht zum Rest des Spiels und besonders Haare gehen gar nicht. Custom Content, da gibt's ja immer so zwei Lager in der Community. Die einen spielen ganz streng mit Inhalten, wie sie auch EA erstellt, also quasi in diesem Maxis-Stil. Und dann gibt's halt die Leute, die den Alpha CC mega cool finden. Das ist sehr realistischer CC. Mir gefällt er ehrlich gesagt auch überhaupt nicht. Ich find's ganz schrecklich. Auf jeden Fall mag ich doch diesen realistischen Look wirklich gern. Und ich finde auch, dass es viele Sachen gibt, die an sich echt gut aussehen, aber ich finde halt wirklich, dass es einfach überhaupt nicht ins Spiel passt. Und wenn ein Sim halt da auch mega aufgebrezelt in der Stadt rumläuft, aber dann halt die ganze Stadt eher in diesem Comic-Stil gehalten ist, das passt halt meiner Meinung nach einfach nicht gut zusammen. Manchmal haben die Sims auch so einen leicht gruseligen Touch. Ich weiß gar nicht genau, woran das liegt, aber irgendwie, manchmal finde ich Sims, die mit sehr viel Alpha-CC erstellt sind, ein bisschen gruselig, deswegen ich war ja früher auch sehr fanatisch. Ich habe dann meinen Custom-Content immer noch stark bearbeitet, den ich mir runtergeladen habe. Also ich habe manchmal Texturen angepasst. Ich habe die ganzen Beschreibungen im Baumodus habe ich alle angepasst, dass da wirklich alles so aussieht, als wäre es direkt von EA selber erstellt worden. Ich habe meine Mods manchmal übersetzt, weil ich fand, dass es dann besser ins Spiel passt. Also wird es wahrscheinlich echt nicht mehr passieren, dass ich mir mal richtigen Alpha-CC runterladen werde. Obwohl es für ein Video ja mal so experimentell echt ganz lustig wäre. Ihr könnt mir ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr jetzt lieber mit Alpha-CC oder auch mit Maxis Match-CC spielt. Das würde mich doch auch mal interessieren. Das war es mit dem ersten Teil meiner unpopulären Sims-Meinung. Den nächsten Teil gibt es dann demnächst. Welchem der vorgestellten Kommentaren würdet ihr am ehesten zustimmen und habt ihr ebenfalls noch eine unpopuläre Meinung? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.